sit down. Kommt euch das bekannt vor? Eine Abendmahlszene. Aber wozu eigentlich das Abendmahl? Und wieso wird es so häufig in Musikvideos oder in Film und Literatur, wie zum Beispiel beim Da Vinci Code, aufgegriffen? Das klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Die Bibel berichtet uns vom ersten, letzten Abendmahl, das Jesus kurz vor seinem Tod mit seinen Jüngern feiert. Und dann wird er gekreuzigt. Und seine Jünger teilen weiterhin Brot und Wein, immer Gedenken an ihren Messias und etablieren damit den Ritus des Abendmahls. Beim Abendmahl spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Das Fest, die Gemeinschaft und das Teilen von Brot und Wein. Aber auch Verrat, Vorahnung und baldiger Tod. Sowie das Gedenken und die verheißene Präsenz von Jesus Christus. All das verleiht dem Abendmahl eine festliche, leicht mystische, aber auch kultische Ausstrahlung. Und all das klingt an, wenn eine Abendmahlszene zum Beispiel in einem Musikvideo verwendet wird. Kendrick Lamar nutzt das Abendmahl mit sich als Jesus und seiner Posse als Jüngern als Sinnbild dafür, dass wir alle auf einer Stufe stehen bzw. sitzen und zur Demut und Dankbarkeit aufgerufen sind. Damit untermalt und verdeutlicht die Abendmahlszene die Grundbotschaft des Songs, nämlich sich selbst ein wenig zurückzunehmen und bescheiden zu bleiben. Bei Dan Brown sind es die geheimnisvollen und mystischen Elemente des Abendmahls, die aufgegriffen werden. Im Zentrum dabei steht eine Verschwörungstheorie um den angeblichen Stammbaum Jesus von Nazareth. Hinweise zu diesen sollen sich im Bild Das Abendmahl von Leonardo da Vinci versteckt halten. Wenn ihr Interesse habt an solch religiös-theologischen Erkundungen, dann kommt zu uns an die FAU.